Kann man mal jemand sagen, der Albion gespielt hat, ob es da auch so viele Bugs gibt, wenn man die vollgepatchte Version hat? Und ob es da irgendwelche Bugs gibt, die angeblich gepatcht sind, aber es nicht sind? Klick. Eine Zeit später, nach einem Rückflug des Wassertransportschiffs, seht ihr Valdyn ein letztes Mal wieder. Er ist gekommen, um Abschied zu nehmen. Mit Hilfe seiner Beschreibung ist es einigen Morak-Gelehrten gelungen, eine Teleporterkugel herzustellen, die mit dem von euch entdeckten Weltenteleporter einen Weg zu Valdyns, wie auch immer, Heimat öffnen soll. So setzt euch also zusammen und lasst euren gemeinsamen Abenteuer-Revue passieren. Ja, als wir die Maschine gesprengt haben und all die anderen Abenteuer. Und als die Stunde von Valdyns Abreise zum Waldmund gekommen ist, erkennt ihr, dass eure Zweckgemeinschaft Freundschaft geworden ist. Ja, in den 5 Minuten, die wir zusammen diese Maschine bekämpft haben. Und das ist jetzt so Abenteuer, glückliches Ende genommen. Okay, das überspringen wir jetzt. Wir sehen uns dann gleich wieder bei dem letzten Zeug. So, was uns erstmal so im Test bringt. Ich stecke gerade scheinbar in der Wand. Aber ich kann weiterlaufen. Sehe ich das richtig? Nein, ich kann mich drehen. Ich stecke in der Wand. Okay. Wenn man also hier speichert, steckt man dann in der Wand und kommt auch nicht mehr weiter. Wunderbar. Gut, nachdem wir das getestet haben, ist das der richtige. Kann ich hier noch? Hier kann ich noch, oder? Ja. Gut, dann laden wir den da. Und jetzt haben wir erstmal wieder Frame Drops. Muss ich erstmal zurück in den Wüstenmond. Zum Wüstenmond. Wüstenmond. Nee, Moment. Das war hier, ne? Ja, hier war das. Wüstenmond, benutze gelber Nachtstein. Jetzt gehen wir so weiter. Hier ging es raus, ne? Ja. So. Hoffen, dass jetzt hier alles noch funktioniert. Sehr gut. So, das Wasser habe ich dabei, oder? Ja. So, 5 können wir ja problemlos speichern. Wo muss ich jetzt hin? 18:12. Also hier einfach noch runter und dann müsste ich gleich oben rauskommen, dann ist alles gut sein. So. Hallo, ist hier jemand? Oder habe ich das auch schon kaputt gebackt? Oh, edle Morana, wie komme ich zu der Ehre, dass ihr meinen bescheidenen Turm besucht? Ich kann euch leider kein Wasser anbieten, da ich mir keines mehr leisten kann. Wie ihr an meinen Flecken seht, werde ich nicht allzu lange Zeit sterben. Oh, ich habe das sogar hier drin stehen, toll. Hallo. Gut, nee, wir zeigen es ihm erstmal. Als der alte Morana eure Wasserflasche sieht, holt er eine Kugel mit einem gelben Kreuz aus einer Truhe und hält sie euch entgegen und eindringlich: Oh Himmel über Morak, ihr habt Wasser, ich muss unbedingt etwas trinken, sonst bin ich wieder zu Ende. Belasst mir die Flasche, dann gebe ich euch diese magische Kugel dafür. Sie ist seit Generationen im Besitz meiner Familie. Mein Großvater erzählte mir, man könne damit ein Tor zu einer Welt öffnen, in der seltsame Katzenmenschen leben. Ist das ein Katzenmensch? Okay, gib mir mal diese Wasserflasche. Seid tausendfach bedankt. Hier, nehmt das einzig Wertvolle, das ich euch anbieten kann. Es ist der Schlüssel zu einer Welt, in der Wesen leben, die halb Mensch und halb Katze sind. So erzählt jedenfalls mein Großvater. Gebt euch eine Kugel, auf der ein gelbes Kreuz schimmert. Igel erreicht dann mal Level 38. Nee, Level Flasche 38.
Nelve erreicht mal Level 48. Ja, Waldin erreicht Level 70. Was zur Hölle? Wut. Sattel-Egel. Ja, ja, läuft, läuft. Ne, warte mal, ihm darf ich die jetzt erstmal nicht geben. Gib die mal Nelvin. Alter, das gibt ja nochmal Level Up, ist ja abartig. Gut, jetzt haben wir eine Kugel. Gucken wir uns die Kugel mal an. Gravierte Kugel, gelb. So, jetzt gehen wir zurück in die Stadt nach 22. Hast du denn keinen Turbo? Nein. Jetzt ist es auch noch dunkel, ne? Großartig. Ohne die Steine her, die waren doch eben noch nicht da. Wer hat die jetzt da hingestellt? Och nee, oder? Ja, leck mich doch! Jetzt müssen die Penner mich nochmal angreifen, verstehst du? Ich habe Besseres zu tun, als mit euch zu kämpfen. Zum Beispiel zum dritten Mal die Maschine in die Luft springen. Ja, ich bin doch eh übermächtig, hallo? Ich wohl Egi noch auf Level 40 bekommen, dann dürfte noch einmal öfters angreifen, ne? Theoretisch ja. Warum schlag das Ding tot? Die Flugscheibe gar nicht dabei. Ne? Oder habe ich die noch im Schiff gelagert? Ich weiß nicht. Ja, du machst doch eh nix. Komm. Aber nicht wirklich was. Kitzelst mich bestenfalls. Können wir immer speichern, okay. Exit. Ab zum Hangar. Ich hab Hungar. Haha, nee, hab ich nicht. Bei Spaghetti jetzt schon geil wären. So, ab zum Waldmond. Da müssen wir, glaube ich, nicht hin, aber. Ich habe eh 2 Milliarden von diesen Dingern. Hui! Jetzt eine Frage bringt, habe ich in diesen Kisten da vorne noch die Flugscheibe eingelagert? Das schon mal nicht. Sitte mal. Noch 200.000 andere Nervsteine. Nee, natürlich nicht. Oder muss es eben ohne Flugscheibe gehen? Brauche ich die überhaupt? Ich überleg's gerade. Nee, ich glaube, ich brauche die. Hä? Falsche Seite. Ich komme jetzt aus der anderen Richtung. Zauberst du mir mal eine Sonne daher. Bevor ich weitergehe, speichern wir nochmal auf da. Ja, ja, bla bla. Das ist mein Waldmond. Ich glaube, ich brauche die gar nicht. Wo ist denn das Hotel? Deswegen will ich ja ins Hotel, weil ich müde werde. So. Geht mal aus dem Weg, ihr Kack-Zwerge. Ich werde euch nicht abholen. Ich laufe schon wieder falsche Richtung, ne? Natürlich. Oh, ich hätte dich verhindert, wenn ihr mir Geld abknüpfen wollt, ne? Ranger, kann der Zauber lernen überhaupt? Falsches Einsatzgebiet. Aber ja, kann er. Habe ich vorhin schon geguckt bei näherer Überlegung. Das heißt, es nochmal zu gucken war total unnötig. So.
Die Mine war bisher nie verbuggt. Da muss ich jetzt rein. Nur zur Sicherheit. Ich habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Ich bin ein schlauer Hund, habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Leck mich doch am Arsch. Den habe ich eingelagert, weil ich dachte, den brauche ich jetzt nicht mehr. Also fliegen wir nach Lyramion. Ich glaube, ich muss da gar nicht runter. Es geht jetzt gerade ums Prinzip. Ich will da mal ein bisschen was ausprobieren, ja. Lyramion. Warum kann ich nicht bei mir jetzt direkt zu Hause landen? Das wird doch viel schneller gehen. Ist doch auch viel Platz. Drück mir einfach Spanneberg platt. Theoretisch müsste ich jetzt das Ende schon, glaube ich, kriegen, wenn ich nur das Ding habe. Aber ich will das jetzt komplett sehen. Ich will das jetzt. So. Benutzt mal die Flöte, du Pfeife. Wo habe ich denn die eingelagert? Ach du Scheiße. Wo habe ich den Schlüssel jetzt hingelegt? Das ist eine verdammt gute Frage. Schlüssel. Nein, das ist der Palast, wo ich nie reinkam. Oder wo ich reinkam, aber das kaputt gebackt ist. Sir Aurels Schlüssel, nee. Das war er nicht, oder? Ich nehme ihn mal mit. Können wir hier nicht auch was einlagern? Nein. Oder war das? Nee, das war nicht der Sir Aurels Schlüssel, das war. Nee, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Was habe ich denn da noch so eingelagert? Nee, das war's nicht. Nope. Ich könnte noch einen Großhandel aufmachen. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Da habe ich schon reingeguckt. Habe ich da schon reingeguckt? Ja. Was? Habe ich diesen Kackschlüssel hingelegt? Da habe ich schon reingeguckt. Habe ich den nicht hier? Hä? Wo habe ich denn hin? Wo habe ich den hingelegt? Fenster, war der nicht hier? Ich wollte mir jetzt die Anlage noch angucken. Wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Gut, müssen wir alles andere noch. Da kann ich unendlich weit weg sein. Nee, der ganze Schlüssel war es nicht. Nicht. Ich finde dich. Und habe ich den zufällig noch mit irgendjemand anderem dabei? Nee. Ich habe den aber nicht weg. Nee, den kann man glaube ich gar nicht wegwerfen. Oh, wie ist denn ein scheiß Schlüssel hin? Wo muss der doch sein? Wo habe ich noch Zeug hingelegt? Ja, ich weiß. Da könnte noch sein. Ah, Spanneberg. Absitzen. Schlüssel. Weil mir irgendwann die Kisten in meinem Haus ausgehen. Ich habe nicht genug Kisten, um alles einzulagern. Nein. Nein? Verdammt, wo habe ich diesen Kackschlüssel hin? Kann man nicht wegwerfen, ich muss den irgendwo eingeladen. Ja, das war nicht dieser SRL-Schlüssel.
Irgendwo habe ich da den Schlüssel hingebracht. Ach so, jetzt nicht, ob das... Nee. Die hatte ich doch leer geräumt, ja. Wozu habe ich diesen Schlüssel hingebracht? Habe ich den eine Kiste in das Luftschiff gelegt? Nee, da habe ich schon reingeguckt, oder? Da habe ich schon reingeguckt, oder? Wo habe ich diesen verfickten Schlüssel jetzt hin? Nee, weggeworfen habe ich den nicht. Den kann man gar nicht wegwerfen. Natürlich auch kein Dieb mehr. Wo muss der noch sein? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich den weggelegt habe. Ich heb doch sonst immer alles bis zum Ende geht nicht mehr auf. Oder habe ich den beim Fixen kaputt gemacht? Nehmen wir so lang den da vielleicht. Hm? Oder vielleicht den da. Es ist spät. Nein, genau genommen ist es früh. Sollte schlafen gehen. Vorhin schon mit Delfinio Silber voll aufgenommen. Vorhin ist gut. Das war schon ein paar Stunden her. So, Gegenstand. Wie hast du denn mit dem Minenschlüssel? Danke. So, mach mal auf hier. Was war denn da das Wort Tor? Ja, möchte ich wirklich. Ich hoffe, ich komme danach noch wieder raus, aber... Das hat sie ja doch als sehr bugfrei bewiesen. So, ich glaube, ich brauche den oberen Gang, den ich nehmen wollte, ne? Jop. Sieht gerade irgendwie so ein bisschen seltsam aus. Ich hab das Ei nicht dabei, ich Schlauchhund, ne? Ne, ich hab das Ei nicht dabei. Es kann doch nicht so schwer sein, in diese Anlage herunterzukommen. Mensch. Also wieder raus. Minenschlüssel. Ei. Raketenwerfer im Moment. Den Schlüssel nehme ich auch mal mit. Ich weiß nicht, was er macht, aber er liegt da drin. Ich nehme ihn besser mal mit. Raus. Ich krieg das heute noch hin. 20 Stunden später. Gleich habe ich es. Einen Moment noch. Noch 5 Stunden spielen habe ich es. Wo ist denn jetzt der Minenschlüssel? Was? Ach. Ja, ich weiß. Minenschlüssel. Jetzt vielleicht. Jetzt könnte es was werden. Und zwar Tor. Mach mal das Tor auf. Dumm. Hier ist der Abstieg. Da war der Abstieg. So, jetzt habe ich das Ei dabei. Jetzt müsste auch das Gebiet ein anderes sein, ne? Ja. Deswegen war das eben auch nicht erkundet. Weil das scheinbar dann irgendwie eine ganz andere Map ist.